So, hallo allerseits. Wir waren stehen geblieben bei diesem Algorithmus mit dem Namen Edmonds Karp, benannt nach den beiden Entwicklern dieses Algorithmus. Das ist eine einfache Variante von dem grundlegenden Algorithmus für Maxflow, Ford Falkerson, den wir beim letzten Mal oder vorletzten Mal kennengelernt haben. Nämlich, solange es flusserhöhende Pfade gibt, suche einen und erhöhe Fluss darauf so weit, so viel Fluss, wie es geht, auf allen Vorwärtskanten dieses Pfades erhöhen um denselben Wert, auf allen Rückwärtskanten vermindern um denselben Wert und den Wert, um den man erhöht und vermindert, so hoch setzen, dass mindestens eine der Vorwärtskanten am oberen Anschlag ist, saturiert ist, oder einer der unteren Kanten, also eine der Rückwärtskanten am unteren Anschlag bei Null ist. So, Edmonds Karp war eine ganz einfache Spezialisierung, nämlich einfach die Spezialisierung, dass wir nicht irgendeinen flusserhöhenden Pfad nehmen, sondern einen kürzesten flusserhöhenden Pfad nehmen. Also kürzest im Sinne der Kantenzahl, was wir einfach mit Breitensuche finden können. Wir haben das letzte Mal schon einen wesentlichen Punkt dabei bewiesen, oder das ist der wesentliche Punkt überhaupt. So. Warten Sie mal, das ist irgendwas, ist hier nicht so geschickt. So. Ne, immer noch nicht. Ich hatte gedacht, dass ich es im Vorfeld richtig platziert hätte, aber irgendwas habe ich da noch falsch gemacht. Die Korrektheit basiert im We Wesentlichen darauf, dass die. Gut, Korrektheit ist einfach die Korrektheit des des Algorithmus von Ford Falkerson, die wir schon gesehen haben. Was wir allerdings beim letzten Mal noch zusätzlich beweisen mussten, war die Variante. Die hatte ich noch nicht genau formuliert. Was wir haben für die Korrektheit ist, der wesentliche Punkt ist, dass die Summe, dass die Länge eines kürzesten Pfades, der flusserhöhend ist von S nach T, dass die nur monoton wachsend ist. Das haben wir daran gesehen, dass wenn wir entlang eines flusserhöhenden Pfades den Fluss tatsächlich erhöhen, dann können potenziell neue flusserhöhende Pfade hinzukommen, die vorher nicht da waren. Und wir haben gesehen beim letzten Mal, dass diese flusserhöhenden Pfade strikt länger sind als der Pfad, auf dem wir gerade erhöht haben. Sodass also, wenn Sie sich vorstellen, wir erhöhen jetzt Fluss entlang von kürzesten Pfaden, es ist nicht vielleicht nur ein kürzester Pfad, es sind vielleicht mehrere, wo wir nacheinander den Fluss erhöhen, aber neu entstehende flusserhöhende Pfade können nur länger sein. Das heißt also, nach einer gewissen Zeit, wenn wir alle diese flusserhöhenden Pfade verwendet haben, alle kürzesten, steigt die kürzeste Länge eines flusserhöhenden Pfades und sie sinkt niemals. So, das haben wir beim letzten Mal bewiesen. An der Tafel, das kann man auch wirklich im Kalkül beweisen. Sie erinnern sich dunkel. Wenn wir einen flusserhöhenden Pfad haben, auf dem wir Fluss erhöhen, dann kann es sein, dass ein anderer Pfad, das ist im Prinzip nochmal dasselbe Bild vom letzten Mal, dass es einen anderen Pfad gibt, hier grün, der vielleicht so aussieht, so, so, der dadurch entsteht, aber wir haben argumentiert, dass dieser neue Pfad nur größer sein kann. Wir haben es im einfachsten Fall gesehen, dass diese beiden Pfade nur eine Kante gemeinsam haben, der weiße Pfad vorwärts,
der Grüne fährt rückwärts oder umgekehrt. Und dass diese, dass dieser, wir haben gesehen, die Rückwärtswege hier innerhalb dieses grünen Pfades, also da, wo man entlang des weißen Pfades, wo wir Fluss erhöhen gerade, wo man rückwärts gehen kann, diese Pfade können alles nur noch schlimmer machen, diese Fahrtabschnitte, die Vorwärtsfahrtabschnitte zusammengenommen überdecken den weißen Pfad, und da der weiße Pfad kürzeste Anzahl von Pfaden hat, muss jeder grüne Bogen, der so einen weißen Teil überdeckt, der genau dieselben zwei Knoten miteinander verbindet, muss der mindestens genauso lange Länge haben wie der weiße Pfad. Und dadurch, dass wir noch mindestens eine Rückwärtskante drin haben, muss die Gesamtlänge des grünen Pfades auf jeden Fall größer sein als die Länge des weißen Pfades. Das haben wir beim letzten Mal schon so gesehen. Ich glaube, ich mache noch mal sicherheitshalber ein Foto. So, um die Zuordnung zu haben. So, das ist hier auch im Wiki formuliert, im mathematischen Kalkül mehr oder weniger. Ein neuer flusserhöhender Pfad kann nur entstehen. Ja, genau. Bevor wir hier reinkommen, wollte ich noch einen Abstecher machen zu den Basic Flow Definitions, die ich das letzte Mal eingeführt habe. Wir haben mehrere Punkte letztes Mal übersprungen hier drin. Wir werden jetzt einen dieser Punkte nachholen. Das ist das residuale Netzwerk, das Restnetzwerk. Also im Deutschen auch meist residuales Netzwerk. Was ist das? Das werden wir jetzt immer mitschleppen, wenn es um Flüsse geht. Wir haben im ursprünglichen Netzwerk, dort wo wir einen maximalen Fluss finden wollen, da haben wir immer Pfade betrachtet, die vorwärts und oder rückwärts laufen. Und die Idee ist jetzt, das Ganze zu übersetzen in ein Netzwerk. Wir haben, was dieselbe Knotenmenge hat, aber Kanten werden ersetzt. Diese Kante von V nach W mit einer gewissen Kapazität U von, also diese Kante A hat eine gewisse Kapazität U von A und hat einen Flusswert F von A momentan drauf. Das residuale Netzwerk ist, Sie sehen das hier, with respect to an arc rating F, in Bezug auf Kantengewichte, müssen nicht Flusseigenschaft haben, müssen nicht die irgendwelche Flusserhaltungsbedingungen erfüllen. Ja, wir definieren das Allgemeine, aber wir haben immer im Hinterkopf, bis auf Weiteres wird es um Flüsse gehen. Und im residualen Netzwerk haben wir stattdessen zwei Kanten, einmal hin, einmal zurück. Hier haben wir Kapazität, auf der Kante haben wir Kapazität U von A minus F von A. Und hier haben wir Kapazität F von A. Was bedeutet das? Was Sie hier sehen, sind die Möglichkeiten, wie wir Fluss auf dieser Ka ursprünglichen Kante A im ursprünglichen Netzwerk verändern können. Hier haben wir eine Restkapazität vorwärts. Das, was wir noch an Fluss zusätzlich über diese Kante von V nach W schicken können, das ist genau das, was eben vom jetzigen Flusswert bis zum oberen Anschlag noch übrig ist. Also oberer Anschlag U von A minus Flusswert F von A. Und das, was wir rückwärts an Kapazität hier auf dieser Rückwärtskante haben, ist eben die Menge an Fluss im ursprünglichen Netzwerk, um den wir den Flusswert auf der Kante vermindern können, nämlich maximal so viel, wie gerade Fluss drüber fließt. Und das bedeutet hier, das ist die obere Kapazität auf diesem
auf dieser Rückwärtskante. Das heißt, diese beiden Kanten beschreiben jetzt die Möglichkeiten, wie wir so herum von V nach W oder andersherum von W nach V den Fluss erhöhen können. Von W nach V den Fluss erhöhen heißt dasselbe wie, als wenn wir in der ursprünglichen, auf der ursprünglichen Kante den Fluss vermindert hätten. Das ist ein sehr, sehr praktisches Konstrukt, das wir jetzt, solange wir mit Flüssen zu tun haben, immer mitschleppen. Ist dieses Konzept soweit klar geworden, diese 1:1-Korrespondenz? Das ist übrigens auch der Grund, warum ich im Übungsaufgaben mich dann dafür entschieden habe, nachträglich, dass wir keine symmetrischen Graphen betrachten wollen, sondern asymmetrische Graphen. Also, dass wenn wir im ursprünglichen Graphen eine Kante von V nach W haben, dass wir keine Kante von W nach V haben, weil wir dann diese Transformation in den residualen Graphen machen können, ohne dass es da Kuddelmuddel mit irgendwelchen Kanten gibt. So, dann werde ich das auch fotografieren und dann können wir damit arbeiten. Ne? Das ist nicht gut. So. Gut, das ist das residuale Netzwerk. Vielleicht nochmal ganz kurz aufs Wiki bezogen. Ein Graph mit und andere obere Schranken gegeben. Der ursprüngliche Graph mit oberen Schranken für alle Kanten. Selbe Knotenmenge, andere Kantenmenge. Wenn wir eine Restkapazität haben, ja, das ist noch wichtig. Das hatte ich jetzt, kommt in dem Bild, was ich eben gezeichnet habe, nicht klar zum Ausdruck. Nur wenn es eine Restkapazität gibt, soll die entsprechende Kante drin sein. Also nur wenn F nicht am oberen Anschlag U ist, soll im residualen Graphen eine Kante von V nach W sein und nur wenn F nicht gleich 0 ist, soll im residualen Graphen eine Kante rückwärts sein. Denn sonst wäre jeweils die Oberschranke 0. Diese Restkapazität hier, diesen Fall lassen wir aus. So, diese oberen Schranken, diese Kapazitäten sind die residualen Kapazitäten. Mit Bezug auf, with respect to, dieser Kantenbewertung, die üblicherweise ein Fluss ist. So, noch die Nebenbemerkung, eine wichtige Bemerkung. Wenn wir den Flusswert auf der ursprünglichen Kante ändern, dann übersetzt sich das 1:1 in eine Änderung der residualen Kapazitäten hier. Nicht? Wenn wir den Fluss im ursprünglichen Kante erhöhen, dann ändert sich für die Vorwärtskante von V nach W, verringert sich um den entsprechenden Betrag die Residualkapazität und für die Rückwärtskante erhöht sich die Residualkapazität. Umgekehrt, wenn wir im residualen Graphen hier die Kapazitäten vergleichbar ändern, ergibt sich eine entsprechende Flussänderung hier. Wobei wir natürlich im residualen Graphen aufpassen müssen, dass die Änderung der Kapazitäten der Vorwärts- und Rückwärtskante dasselbe sind, also konform sind, sodass ich immer, schauen Sie, egal wie die Werte sind, eins kann man mit Sicherheit sagen, im residualen Graphen, die Summe der beiden residualen Kapazitäten für die Vorwärts- und die Rückwärtskante ist genau die ursprüngliche Kapazität. Das ist immer so. Sonst ist das inkonsistent. So, was wir also hier jetzt feststellen ist, dass diese beiden Blickwinkel, der ursprüngliche Graph und das residuale Netzwerk, in einer 1:1-Beziehung stehen und dass wir beide Sichten verwenden können, äquivalent zueinander verwenden können. Das bedeutet auch ganz konkret, Sie können sich in Implementation von Algorithmen überlegen, ob Sie auf dem ursprünglichen Netzwerk arbeiten mit Vorwärts- und Rückwärtskanten in ihren Faden drin oder ob sie auf dem residualen Netzwerk arbeiten, wo alle Kanten Vorwärtskanten sind und wo sie also immer nur Pfade drin haben von S nach T, die vorwärts gehen, weil die Möglichkeit rückwärts zu gehen eben rückwärts von W nach V hier eben
gegeben ist durch diese Kante mit dieser Restkapazität, um die Sie den Fluss vermindern könnten. Das bleibt Ihnen überlassen. Es ist auch durchaus möglich, beides simultan in einem Algorithmus mit sich zu führen. Das ist redundante Information, macht wahrscheinlich keinen Sinn. Aber wenn Sie wollen, zum Verständniszwecken, vielleicht dafür durchaus sinnvoll, aber nicht unbedingt notwendig, nicht verlangt. So, ein Algorithmus, eine Implementation eines Algorithmus kann also sowohl auf dem ursprünglichen Netzwerk als auch auf dem residualen Netzwerk basieren. Ist dieses Konzept klar geworden mit residualen Netzwerken oder haben Sie da Fragen dazu? Gut, dann können wir wieder zu Edmonds Karp zurückgehen. Und jetzt können wir uns endlich die Variante anschauen. Also der erste Punkt ist einfach, den haben wir auch beim letzten Mal schon gesehen, auch bewiesen, wenn auch nur erstmal an der Tafel. Die kleinste Zahl, die kürzeste Pfadlänge in Bezug auf Kantenzahl von irgendeinem flussaugmentierenden Pfad kann nur wachsen. So, der zweite Punkt ist, wann immer in einer Iteration diese Zahl nicht wächst, ja, also wir erhöhen den Fluss auf einem kürzesten Pfad, aber es ist noch ein anderer kürzester Pfad da, der immer noch flusserhöhend ist, dann wird die Größe von die Anzahl der Kanten im residualen Netzwerk sich vermindern, wird reduziert werden. So, wir haben beim letzten Mal, also warum vermindert sich die? Weil wir dann einen, warten Sie mal, ist das ganz genau korrekt? Weil wir dann, jetzt muss ich nochmal ganz genau überlegen, wenn die Länge eines kürzesten Pfades sich nicht vermindert, da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich exakt die richtige Variante ist. Nehmen wir das nochmal zurück bis zum nächsten Mal. Das ist vielleicht nicht ganz das Korrekte. Ich versuche halt Invarianten und Varianten herauszuarbeiten, die typischerweise irgendwie in den Beweisen vermanscht sind. Und vielleicht habe ich es nicht hundertprozentig korrekt mir überlegt. Oder doch, und ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich glaube, wir brauchen diesen Teil der Invariante gar nicht. Ich glaube, diesen zweiten Teil brauchen wir gar nicht. Der stimmt auch nicht, den werde ich auch nach der Vorlesung löschen. Und den brauchen wir auch nicht. Also vergessen Sie diesen zweiten Teil der Variante. So. Der interessante Punkt ist jetzt folgender. Komplexität. Warum machen wir das Ganze? Warum überhaupt beschäftigen wir uns mit dieser Variante von Ford-Fallgassen, weil wir hier eine bessere asymptotische Komplexität bekommen. Was Sie hier sehen, O von n mal m Quadrat, n ist die Anzahl der Knoten, m die Anzahl der Kanten, auch nicht gerade berühmt, aber immerhin schon mal wesentlich besser als das, was wir für den allgemeinen Ford-Fallgassen bekommen. Woher kommt das? Die Argumentation ist wie folgt. Und ich glaube, das ist jetzt auch der Schlüssel, um die Variante zu korrigieren. Wenn Sie
Wenn Sie auf einem flusserhöhenden Pfad den Fluss erhöhen von S nach T, dann werden Sie mindestens eine Kante saturieren, die hier vielleicht. Die werden Sie saturieren. Eine werden Sie mindestens saturieren, weil Sie erhöhen den Fluss immer so stark, dass mindestens eine Kante saturiert ist. So, die interessante Frage ist, es kann ja mehrfach passieren, dass diese Kante saturiert ist, wird im Laufe der, ja, irgendwann später wird sie nochmal rückwärts, in Fluss erhöhenden Pfad reingenommen, dann wird der Fluss wieder vermindert und vielleicht wird sie irgendwann auch wieder saturiert. Aber der entscheidende Punkt ist jetzt, wenn wir nehmen uns die Distanz nach T. Wir haben jetzt hier eine Distanz, wir haben hier die Kante VW, wir haben hier eine Distanz von W nach, können Sie das noch lesen? Von W nach T. Das ist irgendeine Distanz. Ja? So, wenn wir jetzt rückwärts die Kante in einem flusserhöhenden Pfad ist, machen wir es mal so, warten Sie mal, ich schreibe das hier unten ran, das ist Distanz D1 von W nach T. So, dann haben wir hier eine zweite Distanz D2 von W nach T. Ja? Diese Distanz von W nach T muss größer sein als die Distanz D2, muss größer sein als die Distanz von D1, die wir zuerst hatten, denn dieser Pfad, die flusserhöhenden Pfade können nur wachsen, das heißt also, der Pfad von S hier nach T über diesen neuen Pfad muss mindestens so groß sein wie der ursprüngliche Pfad und dann kommt noch mindestens diese Kante von W aus rückwärts wieder dahin. D2 muss größer als D1 sein. So, das fotografieren wir erst einmal. So, jetzt können wir die Logik nochmal fortführen. Nämlich, jetzt brauche ich leider wieder die andere Tafel. Ich muss Ihnen zumuten, beide Tafelbilder hier zu sehen. Also, dass wir hier damit arbeiten. Zugleich. So, das ist wieder, hier ist S, hier ist T. Hier ist wieder die Kante VW von eben. Und jetzt kann es sein, dass die wieder über irgendeinen Pfad, das ist jetzt der Pfad, den wir eben hatten, Distanz D2 von W nach T. Und jetzt kann es wieder sein, dass über irgendeinen flusserhöhenden Pfad hier wieder diese Kante von V nach W vorwärts benutzt wird. D3 von W nach T. Ja? Eine Kante kann so rum mal benutzt werden, dann wieder so rum, dann so rum, dann so rum. Ja, hin und her und hin und her. Das ist möglich. Und das ist genau das, was die Laufzeit, die Anzahl der Iterationen hochtreibt. Und was wir hier bei Edmonds Karp, wie wir jetzt sehen werden, kontrollieren, besser kontrollieren als bei Ford-Falkerson, sodass wir eine bessere asymptotische Komplexität bekommen. Denn hier gilt wieder dasselbe Argument, exakt dasselbe, D3 größer D2. Wenn eine Kante in Rückwärtsrichtung nochmal benutzt wird, dann gilt für, also die Kante von VW zuerst in der einen Richtung von V nach W, dann später in einer anderen Richtung von W nach V,
dann hat sich der Fluss erhöht und wenn wir dann wieder in der ersten Richtung die Kante enthalten, hat sich wieder die Länge eines kürzesten Pfades, hat sich die Länge des entsprechenden augmentierenden Pfades erhöht. Nein, das Bild ist nicht leider nicht gelungen. So. Und das bedeutet, wenn eine Kante zweimal nacheinander in zwei verschiedenen Iterationen saturiert wurde, dann muss ich zwischendurch ihr Abstand von dieser Kante nach t erhöht haben. So. Der Abstand, jetzt sammeln wir. Leider brauche ich da jetzt doch wieder die Tafel, wieder Platz auf der Tafel, sodass ich das Bild wegwischen muss. So. Der Abstand von W nach T ist, mache ich mal so, ist im Intervall von 0 bis maximal Anzahl Kanten, Entschuldigung, Anzahl Knoten, nicht? Ein kürzester Pfad kann nicht mehr als Anzahl Knoten, eigentlich sogar weniger als das, sogar minus 1. Mehr Kanten kann ein kürzester Pfad nicht enthalten. Denn wenn er mehr Kanten enthalten würde, dann würde er einen Zügel enthalten. Ein kürzester Pfad enthält aber keine Zügel. So. Und das bedeutet, die Kante VW kann maximal Anzahl Knoten oft saturiert werden. Weil jedes Mal hat der Abstand zwischendurch zugenommen. Er kann nicht kleiner als 0 sein, der Abstand. Okay, er kann nicht, auch nicht kleiner als 1. Gut, von W ist ja nicht gleich T. Das heißt, eigentlich startet es mit 1 sogar. Also sogar nur entsprechend V-Betrag minus 2 oft saturiert werden. Sogar noch weniger, wenn man sich es genau überlegt, aber das ist jetzt egal. So, aber in jeder Iteration wird aber eine Kante saturiert. Mal wir haben insgesamt A-Betrag mal V-Betrag minus 2 Saturationen maximal. Ja, jede Kante kann nur so oft saturiert werden. Das heißt, nur so oft mal wie dieses Produkt kann insgesamt irgendeine Kante saturiert werden. Und das wiederum bedeutet, jetzt setze ich die Kürzel ein, n für die Anzahl der Knoten mal m Iterationen. Das ist eine typische Schlussweise in der Algorithmik, dass man so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge schließt. Es kann nicht allzu viele Iterationen geben, weil in jeder Iteration passiert das und das. Und wenn das zweimal passiert, in zwei verschiedenen Iterationen, dann passiert das und das dazwischen, aber das und das dazwischen kann nicht so häufig passieren. Ja, wir haben nichts gezählt, wir haben die Anzahl der Iterationen nicht irgendwie gezählt, wir haben keine offensichtlich, wie bei Ford Folkerson, da haben wir gesehen, der Flusswert erhöht sich und das kann nur halt eine bestimmte Anzahl von Malen passieren. Ja, eine sehr direkte Schlussweise. Hier eine sehr indirekte Schlussweise, dass dadurch, dass der Abstand immer wächst, zwischen zwei Saturationen kann es nicht allzu viele Saturationen geben,
von Kanten und da in jeder Iteration eine Kante saturiert wird, mindestens eine Kante, kann es insgesamt nur eine gewisse Zahl von Iterationen geben. Und wenn es nur so viele Iterationen gibt, dann kommen wir insgesamt nochmal Anzahl der Kanten zusätzlich obendrauf multipliziert für den Aufwand einer einzigen Iteration. Und damit haben wir diesen Punkt hoffentlich eingesehen. Jetzt muss ich noch das alles einfangen in einem Foto. So. Ich prüfe mal, ob die Fotos alle was geworden sind. Ja, sind alle was geworden. Gut, prima. So, das ist die Grundidee. Also der Algorithmus ist leicht zu verstehen, denke ich. Die Analyse ist vielleicht nicht ganz so leicht zu verstehen, deshalb haben wir uns damit durchaus auch ein bisschen schwer getan. Aber ich bin zuversichtlich, also bis jetzt in den letzten Jahren hat sich in den mündlichen Prüfungen immer gezeigt, dass das durchaus dann auch in der Nachbereitung, sprich Vorbereitung zur Prüfung, durchaus verständlich ist. Ich würde jetzt gerne einen Schritt weiter gehen und diesen Algorithmus nochmal modifizieren. Beziehungsweise nochmal kurz über die Komplexität nachdenken. Diese asymptotische Komplexität, die hier steht. Wir haben festgestellt, wir haben n mal m Iterationen und jede Iteration kostet O von m, m wie Martha, Anzahl Kanten, viel Zeit. Was kostet denn da so viel Zeit in jeder Iteration? Jede Iteration bedeutet zwei Schritte. Wir machen eine Breitensuche, um einen kürzesten Pfad zu finden. Und dann erhöhen wir den Fluss auf diesem kürzesten Pfad. Dieser kürzeste Pfad hat höchstens O von N, Anzahl Knoten, viele Kanten. Das heißt also, dieser zweite Schritt, die Flusserhöhung, hat gar nicht den Aufwand O von M, sondern den potenziell kleineren Aufwand O von N, N wie Nordpol. Es ist der erste Schritt, die Breitensuche, die dafür sorgt, dass wir dort als Aufwand für eine Iteration einen Faktor M wie Martha in der asymptotischen Komplexität haben. Und wir gehen jetzt einen Schritt weiter und modifizieren diesen Algorithmus, diesmal etwas komplizierter, modifizieren diesen Algorithmus so, dass tatsächlich der Aufwand aus N mal M Quadrat, dass aus diesem Faktor M ein Faktor N wird, sodass wir N wie Nordpol Quadrat mal M wie Martha haben. Ja, also die Anzahl der Kanten kann ja potenziell quadratisch in der Anzahl der Knoten sein, sodass wir also zumindest bei Graphen, die eine gewisse Mindestdichte haben an Kanten, eine asymptotische Verbesserung erreichen. Und das ist der Algorithmus jetzt von Ahuja und Orlin. Eine Variante davon. Auch wieder, was Sie kennen, das algorithmische Problem ist die Standardversion des Max-Flow-Problems, wie bisher auch. Es ist eine Schleife und wir haben jetzt Auxiliary Data. Wir haben jetzt zusätzliche Daten mit zu verwalten. Ich will Ihnen versuchen, die Idee dabei zu erklären. Warum? Also wenn ich jetzt eine Breitensuche mache, dann habe ich ja für jeden einzelnen Knoten die Distanz. Ja, wenn ich die Breitensuche von S nach T mache, dann habe ich für jeden Knoten die Distanz von S zu diesem Knoten. Wenn ich stattdessen rückwärts die Breitensuche von T mache, was genauso ginge, dann hätte ich die Distanz von jedem Knoten nach T. Die habe ich ja alle damit schon mal berechnet. Aber die schmeiße ich alle wieder weg. Ja, ich berechne die, finde meinen kürzesten flussellen Pfad und schmeiße diese ganzen vielen Werte, die ich berechnet habe, wieder weg. Wenn Sie sich das jetzt aber vorstellen, wenn ich nur Fluss entlang eines Pfades erhöhe,
und dann wieder mir die Distanzwerte aller Knoten anschaue mit Breitensuche berechne, das wird nicht so große Unterschiede sein. Ja, entlang dieses Flusses, entlang dieses Pfades wird sich einiges ändern, aber sonst so groß, wenn Sie sich vorstellen, da ist so ein kleiner Pfad und ein Riesennetzwerk. Also diese ganzen Label werden nicht so viel unterschiedlich sein. Bestimmte Anzahl von Labels wird sich verändert haben. Von einer Iteration zur nächsten. Viele andere werden gleich geblieben sein. Und die Idee ist, die grundsätzliche Idee ist, kann man das nicht ausnützen? Muss man denn wirklich jedes Mal in jeder Iteration mit Breitensuche die Distanzen allesamt neu berechnen, wenn wir schon von vornherein wissen, dass sehr viele Distanzen identisch sein werden und die, die nicht identisch sein werden, werden sich nicht allzu groß verändert haben? Gibt es da nicht eine Möglichkeit, das zu sparen, dass man jedes Mal mit Breitensuche wieder vorgehen muss? Jetzt kann man natürlich gucken, versuchen. Es bietet sich an, beim ersten Mal, bei der allerersten Iteration mit Breitensuche erstmal vorzugehen und kann man gucken, ob man nicht von Iteration zu Iteration die Distanzwerte irgendwie leicht updatet, damit sie dann wieder stimmen. Damit haben sich die Leute beschäftigt, haben aber festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist und sind drauf gekommen, man muss einen Kompromiss schließen. Man muss den Kompromiss schließen, dass das, das wir dort verwalten, nicht die echten Distanzen sind, sondern etwas, was ausreichend nah an Distanzen ist, aber im Gegensatz zu den echten Distanzen tatsächlich gut abgedatet werden kann von Iteration zu Iteration. Und diese Überlegungen sind weitergegangen und dann mit dem Ergebnis, dass wir zu diesem Algorithmus gekommen sind. Was haben wir an Auxiliary Data? Also erstens mal, nach meiner Vorrede ist es vielleicht nicht ganz überraschend, dass wir einen mit klein d abgekürzten Wert, ein Attribut für jeden Knoten haben, was so etwas wie die Distanz ist. Es wird nicht exakt die Distanz sein, es wird eine lazy Version der Distanzen sein. Damit meine ich, dass diese Werte immer ein bisschen dem Algorithmus hinterherhinken, aber nur so weit, dass sie ihre Zwecke erfüllen. Wir werden das kennen wir ja von anderen Algorithmen her, wir brauchen immer eine aktuelle Kante aus jedem Knoten raus, die sozusagen die nächste Kandidatenkante ist, die wir als nächstes betrachten. Und was wir brauchen, ist ein Stack von Knoten. Warum brauchen wir ein Stack von Knoten? Weil wir jetzt anders als bisher zu einem flussöffnenden Pfad kommen. Und zwar auf eine intuitive Art und Weise, denke ich, prinzipiell leicht zu verstehende Art und Weise, die aber für eine gute asymptotische Komplexität kontrolliert werden muss. Wie geht die Suche vor? Wir fangen an bei S und gehen vorwärts in irgendeine Richtung. Das de definiert uns die aktuelle Kante, wohin wir vorwärts gehen. Und das kennen wir ja schon. Der neue Knoten, wo wir hinkommen, wird auf den Stack geparkt. Wir gehen, wenn es eine Möglichkeit gibt, wieder vorwärts, wie tiefensuchmäßig. Ja, genau da haben wir das auch gemacht. Immer, wir gehen einen Schritt vorwärts, erreichen einen neuen Knoten, packen den auf den Stack. Wenn wir nicht weiterkommen, dann gehen wir rückwärts, was nichts anderes bedeutet, als den vordersten, obersten Knoten vom Stack runterzunehmen. Ja, also das, was man intuitiv machen würde, vorwärts gehen, wie es geht, um von S aus T zu suchen und wo es nicht weitergeht, rückwärts zu gehen, das machen wir einfach. Und wenn immer wir dann T erreichen, heißt das, der Pfad, der jetzt im Stack drin ist,
wir waren ja von S gestartet. Das ist ein Pfad von S nach T. Und da wir flusserhöhende Pfade haben wollen, heißt das, wir gehen über vorwärts über eine Kante, nur wenn da eine Restkapazität drauf ist, wenn die nicht am oberen Anschlag ist. Wir gehen über eine Kante rückwärts, nur, also wir benutzen zum Vorwärtsgehen eine Kante in Rückwärtsrichtung. So ist es eigentlich korrekt. Nur dann, wenn diese Kante Fluss drauf hat, das heißt, sie ist nicht am unteren Anschlag 0. Wenn wir das einhalten, dann ist der im Stack immer ein flusserhöhender Pfad von S aus, nicht unbedingt nach T. Wenn wir aber nach T gekommen sind, wenn wir tatsächlich in unserer Vorwärts-Rückwärts-Suche schrittweise ausprobieren, da lang geht es nicht weiter, also suchen wir woanders lang weiter. Wenn wir da bei T angekommen sind, dann haben wir einen flusserhöhenden Pfad, erhöhen darauf Fluss wie bisher auch, leeren den Stack und fangen wieder bei S an, um einen neuen flusserhöhenden Pfad zu suchen. Ich glaube, das ist jetzt erst einmal noch nicht der schwierige Teil, nicht? Wir machen tiefensuchmäßig, suchen wir von S aus einen flusserhöhenden Pfad nach T. Und immer wenn wir bei T tatsächlich T gesehen haben, über Kanten, wo wir Fluss erhöhen können, erhöhen wir Fluss drauf und fangen wieder von vorne an, indem wir den Stack leeren, in dem der Pfad drin ist, nur noch S wieder drin haben und wieder eben neu von S aus suchen. Das Problem daran ist natürlich, das ist jetzt erst einmal nichts anderes als Fort Falkersen. Das Problem daran ist, die Suche so zu kontrollieren, die Möglichkeiten so einzuschränken, dass wir damit tatsächlich eine gute Anzahl von Iterationen hinbekommen, sodass wir insgesamt eine gute asymptotische Komplexität hinbekommen. Und darum geht es, und dafür brauchen wir auch diese ganzzahligen, nicht negativen ganzzahligen Werte, die so etwas Ähnliches wie eine Distanz sind. So, jetzt haben wir eine etwas größere Invariante, ist aber, glaube ich, jetzt nicht so kompliziert. Der erste Punkt der Invariante kennen wir schon. Der Fluss ist immer ein zulässiger Fluss. Das heißt, auf allen Kanten, auf jeder Kante ist der Flusswert zwischen 0 und der oberen Kapazität. Und für jeden Zwischenknoten außer S und T muss Summe rein gleich Summe raus sein. Kennen wir schon. Zweiten Punkt kennen wir auch schon. Wenn die oberen Schranken alle ganzzahlig sind, dann ist auch der Fluss immer ganzzahlig. Wir starten mit einem Nullfluss oder mit einem anderen ganzzahligen Fluss und alle Flussänderungen sind dann ganzzahlig. So hatten wir das schon mehrfach argumentiert. Diese Argumentation geht auch hier durch. Gehen wir vielleicht jetzt zu Punkt 5. Das ist das, was ich eben versucht hatte zu beschreiben. Der Stack enthält immer einen flusserhöhenden Pfad, der bei S startet, weil wir einfach die Pfadsuche bei S starten lassen, aber irgendwo endet. Irgendwo endet. Ja, wenn er bei T endet, dann sind wir glücklich, haben wir einen flusserhöhenden Pfad gefunden, können wir daran den Fluss erhöhen. Was das mit dem Admissible auf sich hat, kleinen Moment zurück. Jetzt nochmal Punkt 4. Der wichtige Punkt zunächst einmal, den wir sofort verstehen, ist, die aktuelle Kante ist entweder eine der rausgehenden Kanten des Knotens oder leer. Das haben wir bei der Tiefensuche genauso gehabt. Das ist nichts anderes als die Übertragung von ein paar Dingen aus der Tiefensuche. Was wir jetzt noch nicht verstehen können, ist, was diese D-Werte jetzt eigentlich sind. Ich habe gesagt, es ist sowas Ähnliches wie Distanzen, aber es sind nicht genau die Distanzen, sondern etwas, was in der Literatur und so auch hier ein Valid Distance Labeling genannt wird, in Anlehnung an Distanzen, aber Valid ist wir werden gleich sehen, das ist eine sehr viel schwächere Bedingung, als dass es die echten Distanzen nach T sind, von jedem Knoten aus nach T, so sehen wir das immer. Und was es mit dem Admissible auf sich hat, das
hängt eng damit zusammen und deshalb gehen wir nochmal zu den Basic Flow Definitions. Und jetzt muss ich gucken, wo ich das hatte. Valid Distance Labeling. Und da sehen Sie auch schon, das Wort Admissible Arc taucht hier auch schon auf. So, was ist ein Valid Distance Labeling? Es soll etwas Ähnliches sein wie die Distanz von jedem Knoten im residualen Netzwerk bzw. überflussende Pfade nach T hinein. Das heißt also, der erste Punkt hier ist erstmal eine natürliche Sache, dass die Distanz von T zu sich selber 0 ist. Ist auch etwas, was sich im Laufe des Algorithmus leicht erhalten lässt, leicht to maintain, wie kann man das, leicht durchhalten lässt. Und das zweite, dieser zweite Punkt, für jede Kante im Residualnetzwerk, das haben wir jetzt eingeführt, also erinnern Sie sich, was das heißt im Prinzip, wir haben eine Kante von einem Knoten V zu einem Knoten W, wenn es möglich ist, in der Richtung von V nach W unmittelbar, ohne über weitere Knoten zu gehen, Fluss zu schieben. Das heißt, es gibt von V nach W im ursprünglichen Netzwerk eine Kante, wo wir Fluss erhöhen können, noch ohne die Oberschranke zu überschreiten. Oder es gibt eine Rückwärtskante von W nach V, wo wir Fluss vermindern können, ohne unter Null zu kommen. So, und diese Eigenschaft, die hier steht, diese Bedingung, die ist es wert, ein bisschen genauer betrachtet zu werden. So, wenn wir jetzt hier T haben und wir haben hier Kante VW und wir haben jetzt hier Distanzen. Das hier haben wir die Distanz, ich kürze das mal mit Groß T ab von W nach T und hier haben wir die Distanz, Anzahl der Knoten. Nein, Entschuldigung, Anzahl der Kanten auf dem Weg, d von v nach t. Ja? Irgendeine Anzahl von Kanten ist die kürzeste, von v nach t bzw. von w nach d. Dann gilt, dass die Distanz von w nach t kleiner gleich der Distanz Moment. Was will ich da jetzt sagen? Die Distanz von W nach T ist kleiner gleich. Nee, ach so, nee, Entschuldigung, jetzt weiß ich. Die Distanz von V nach T ist kleiner gleich der Distanz von W nach T plus 1. Warum? Weil die Distanz von V nach T ist die Länge eines kürzesten Pfades von V nach T und Distanz von W nach T plus 1 ist die Länge eines anderen Pfades von V nach T, nämlich des Pfades, der mit der Kante VW beginnt und von da aus auf kürzesten Wege nach T kommt. Dadurch ergibt sich automatisch, dass rechts ist die Länge irgendeines gewissen Pfades, links ist die Länge eines kürzesten Pfades und kürzester Pfad heißt natürlich immer kleiner gleich als jeder Pfad. Bitte? Wir haben im residualen Netzwerk immer die Hinkante und die Rückwärtskante, ja? Nicht unbedingt, außer es ist am entsprechenden Anschlag. Nur dann, wenn in dieser Richtung noch Möglichkeit besteht, den Fluss zu erhöhen. Ja? Doch, es kann für beide Richtungen, das ist ein guter Hinweis, machen wir das einfach mal, nehmen wir die zweite Kante dazu. Es gilt genauso, dv von t kleiner gleich dv von t plus 1. Das ist kein Widerspruch.
tatsächlich kann man sich leicht überlegen, dass die beiden entsprechend nur so nah beieinander sein müssen, weil sie ja direkt miteinander verbunden sind. So rum und so rum. Es ist völlig unmöglich, dass die beiden Knoten mehr als zwei Zähler, nein, mehr als eins höheren Unterschied in Distanz zu T haben. Ja, das ist ein guter Hinweis, dann haben wir das damit auch geklärt. So. Das gilt für die echten Distanzen gilt das. Aber nicht alles, was diese Bedingung erfüllt, sind echte Distanzen. Logisch. Also man kann leicht ein Beispiel konstruieren, aber es gibt ja auch keinen Grund anzunehmen, dass diese Ungleichungen schon automatisch dafür sorgen, dass es unbedingt die Distanzen nach T sein müssen. Bitte? Zu den Admissible Arcs kommen wir noch. So. Und der Punkt ist jetzt der, das, was ich jetzt hier für die echten Distanzen aufgeschrieben habe, als ein Faktum, das für echte Distanzen gilt, habe ich hier als eine Bedingung, damit diese D-Werte ein Valid Distance Labeling sind, damit wir sie so definieren. Ja, das heißt, wir haben etwas, was jeder Distanzwert erfüllt, was die echten Distanzen erfüllen, haben wir hergenommen, eine Eigenschaft, und nehmen die her als definierende Bedingung für Valid Distance Labelings. Damit haben wir nicht erzwungen, dass es die echten Distanzen sind. Das wäre schön. Aber wir haben erzwungen, dass in einer gewissen Art und Weise, die sehr, sehr nützlich ist für den Algorithmus, für diese asymptotische Komplexität auch, dass in einer gewissen Weise diese D-Werte sehr nah an den echten Distanzwerten sind, all dieweil sie diese Bedingung erfüllen, die eine Eigenschaft der echten Distanzen sind. So, jetzt kann der Fall eintreten, dass diese Ungleichheit mit Gleichheit erfüllt ist. In dem Fall nennen wir eine Kante admissible, ich weiß nicht, zulässig, durchlässig, ich weiß nicht, wie man das am besten übersetzt. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, an dem wir tatsächlich die Suche, das Vorwärtsgehen bei der Suche nach einem flusserhöhenden Pfad kontrollieren, denn wir werden nur admissible arcs verwenden. So, gehen wir zum Algorithmus Ahuja-Orlin zurück. So, jetzt können wir erst einmal die Invariante verstehen. Die ersten beiden Punkte waren sowieso klar. Fluss ist zulässig und gegebenenfalls ganzzahlig. Jetzt haben wir gesehen, was ein Valid Distance Labeling ist. Und wir gucken uns vielleicht nochmal 5 als nächstes an. Wir haben diesen letzten Satz von Punkt 5 ausgelassen. Jede Kante auf diesem Pfad ist admissible. Wir benutzen nur admissible arcs, um vorwärts zu gehen in unserer Suche nach einem flussöffnenden Pfad. Nur wo diese Ungleichheit, die wir fordern, mit Gleichheit erfüllt ist. So, und hier, was wir noch ausgelassen haben, war der zweite Satz von Punkt 4. Keine admissible arc. Was dieser Satz sagt, ist, die aktuelle Kante wird immer die alle raus aus dem Knoten V rauszeigenden Kanten durchlaufen. In irgendeiner Reihenfolge, die Kanten sind in irgendeiner Liste oder in irgendeinem Vektor oder irgendwas drin und in der Reihenfolge werden die Kanten durchlaufen. Und was diese Bedingung sagt, ist, wenn es noch admissible arcs gibt, die aus V rauszeigen, dann haben wir die noch nicht übersprungen. Dann werden wir die noch, dadurch, dass wir vorwärts gehen in der Liste aller Kanten, aller aus V rausgehenden Kanten, dadurch werden wir die noch alle sehen. Wir werden keine admissible arc überspringen, sondern sie werden immer
Die aktuelle Kante ist vielleicht eine Admissible Arc oder auch nicht. Weitere Kanten, die wir noch nicht gesehen haben beim Durchgehen durch die Liste aller aus V herauszeigenden Kanten, können auch Admissible Arcs sein. Aber da, wo wir schon waren, die Kanten, von denen ist garantiert keine mehr admissible. Wir werden zwischendurch immer mal wieder die am Ende ankommen und dann wieder vorne beginnen. Dann werden aber ein paar Sachen passieren. So, das sind die Invarianten. Ich erwarte natürlich nicht, dass sie alle eine so komplexe Sache, wo ich überhaupt die grundlegende Definition, wie wir der Distance Labeling gerade erst eingeführt haben, dass sie das jetzt alles verdaut haben. Das ist klar, dass man das nicht erwarten kann, aber versuchen Sie so viel wie möglich daraus zu ziehen, um sich ein erstes Bild zu machen, worum es geht. Punkt 1 und Punkt 2 sind klar. Punkt 5 ist, denke ich, auch soweit klar. Das kennen Sie von der Tiefensuche auch schon. Auch Punkt 4 kennen Sie letztendlich von der Tiefensuche, denn da laufen wir auch mit einer Current Arc durch die rausgehenden Kanten. Und das Valid Distance Labeling in Punkt 3 haben Sie jetzt erstmal gesehen, was das prinzipiell ist. Etwas, was also Werte für jeden Knoten, die irgendwas mit den Distanzwerten zu tun haben, aber was das genau ist, ist noch nicht klar. So. Hier schauen Sie sich die Variante an. So, die Variante behauptet, in jeder Iteration wird einer von den folgenden drei Sachen passieren. Eine der Sachen ist natürlich ganz klar, eine Kante wird vorne an den aktuellen Pfad angehängt. Die Pfadsuche geht einen Schritt voran. Der dritte Punkt ist eine Umschreibung dafür, dass wir zurückgehen in unserer Pfadsuche, weil es nicht mehr weitergeht. Und immer dann, wenn wir zurückgehen in unserer Pfadsuche, wenn wir also von einem Knoten wieder aus dem Stack löschen, dann werden wir etwas mit seinem D-Wert tun, dann werden wir den erhöhen. Ja, also hinter dem Punkt 3 steckt der Schritt, also die Aktion, dass wir unseren Pfad, den obersten Knoten wieder runternehmen, dass wir uns ein Stück zurückziehen. Hinter Punkt 2 steht jetzt einfach das, irgendwann erreichen wir hoffentlich auch mal T. Und wenn wir T erreichen, dann wird mindestens eine Kante saturiert. Weil wir ja immer den Wert, um den wir den Fluss entlang eines flussigen Pfades erhöhen, den Wert wählen wir immer so hoch, wie es nur irgendwo geht. Das heißt, da, wo die residuale Kapazität minimal ist, die Kante kommt an den Anschlag. Die wird saturiert. Bitte? Also eine Kante, so wie eben bei der Variante Edmonds Carp, auch hier kann eine Kante auch in verschiedenen Iterationen immer mal wieder saturiert werden. Aber so wie eben bei Edmonds Carp gilt hier dieselbe Logik, wird hier dieselbe Logik gelten, nicht beliebig oft, sondern eine gewisse Anzahl von Malen kann eine Kante saturiert werden, weil zwischendurch was mit diesen Distanzwerten passiert und weil diese Distanzwerte nicht beliebig in den Himmel steigen können. Habe ich die Frage beantwortet, oder? Is being saturated. Also wird saturiert. Ist schon. Is saturated können Sie ja nach meinem Sprachverständnis in zwei Arten lesen. Eine Zustandsbeschreibung ist in the state of being saturated. Oder können Sie auch als einen Prozess beschreiben, als passiv wird saturiert. Letzteres war gemeint. Was natürlich zur Folge hat, dass danach der Zustand saturiert eingenommen ist. Für einen kurzen Moment oder vielleicht auch für einen längeren Moment. So. Die Abbruchbedingung ist diesmal interessant, nämlich dass der Knoten, dass der Distanzwert von S größer gleich N wird, größer gleich der Anzahl der Knoten wird.
Wir werden sehen, wir werden noch argumentieren, dass diese Valid Distance-Werte, diese kleinen d-Werte, niemals größer sein können als die echten Distanzwerte im residualen Netzwerk, wenn aber die echten Distanzwerte, die echte Distanzwert auch von S nach T, kann nicht größer als n-1 sein. Mehr als n-1 Kanten kann zykelfreier Graph nicht enthalten. Das heißt also, wenn der Distanzwert von S größer gleich n ist, kann es keinen flusserhöhenden Pfad mehr geben. Weil die echten Distanzwerte, wir werden nochmal darauf zurückkommen, weil die echten Distanzwerte kleiner gleich dieser d-Werte sind und die echten Distanz... Nee, Entschuldigung, größer gleich dieser d-Werte sind und die echten Distanzwerte sind immer kleiner gleich n-1. Werden wir nochmal darauf zurückkommen. Nur als erste Motivation dafür, warum diese Abbruchbedingung sinnvoll ist. Eine Schleife, bei der wir also eine Weilschleife, bei der wir in der Bedingung immer testen, ob der aktuelle Wert, d-Wert beim Knoten S, beim Startknoten, noch kleiner n ist oder ob er das nicht mehr ist. So, Induction Basis ist jetzt, sieht ein bisschen komplizierter aus als die Initialisierungen, die wir bisher so gemacht haben, sind aber das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt auch eine Menge Daten zu verwalten haben. So, wir fangen wieder mit irgendeinem zulässigen Fluss an, zum Beispiel der Nullfluss. Und der Nullfluss ist ganzzahlig, das heißt also dieser Punkt, wenn alle Kapazitäten ganzzahlig sind, dann ist auch der Fluss immer ganzzahlig, der ist am Anfang erfüllt. Wir fangen an, die D-Werte setzen wir passend zu diesem Fluss und zu seinem residualen Netzwerk auf passende Werte. Dazu wird gleich was gesagt werden. Hier sehen Sie Implementation of Step 2. Gucken wir uns gleich an. Bleiben wir noch hier. Der Stack S, wir starten, der enthält unseren Pfad, der immer mit S beginnt. Wir suchen immer von S aus einen Pfad. Den lassen wir einfach, initialisieren wir einfach nur mit S. Also der triviale Pfad, der bei S startet und ohne Kanten bei S endet, ist unser initialer flusserhöhender Pfad. So, und wir fangen damit an, dass die aktuellen Kanten, für jeden Knoten die aktuelle rausgehende Kante, ist in der Liste aller rausgehenden Kanten einfach die erste. Logisch. Das ist das, was man immer machen würde. So, also kompliziert, vier Punkte, deshalb, weil wir so viele verschiedene Daten zu initialisieren haben. Aber ich denke, jeder einzelne dieser Punkte ist auf natürliche Art und Weise initialisiert. Jetzt müssen wir nochmal zu Punkt 2 kommen. Ein Valid Distance Labeling. Implementation of Step 2. Dass wir die D-Werte als Valid Distance Labeling initialisieren. Falls für den Fall, der hier vorgeschlagen wird oben, dass wir F als den Nullfluss initialisieren. Die Behauptung hier ist, wenn wir rückwärts von T mit einer BFS die echten Distanzen nach T berechnen, dann sind die resultierenden Distanzwerte, die wir da bekommen, erfüllen dann tatsächlich die Eigenschaften von einem Valid Distance Labeling in Bezug auf den Fluss F. So, der erste Punkt eines Valid Distance Labelings war, dass der Distanzwert von T gleich 0 ist. Das ist offensichtlich. Wenn wir von T aus rückwärts eine BFS starten, der Startknoten ist dann T. Der hat natürlich Distanz 0 durch die BFS. Und wir müssen nur dv kleiner gleich dw plus 1 zeigen. Aber wenn F der Nullfluss ist, dann sind die Kanten, können sich leicht klar machen, oder das können wir uns auch noch mal ganz kurz hier klar machen, an der Tafel.
Also, falls es Ihnen alles etwas schnell vorkommt, denken Sie daran, dass ich nur halb so schnell bin wie andere Dozenten am selben Thema. Und halb so schnell könnte ungefähr hinkommen. Ist jetzt nicht nur eine Floskel gewesen. Wenn wir einen Nullfluss drauf haben, ja, wir haben eine Kante A von V nach W, wie wir es eben hatten, und F von A gleich 0, dann folgt daraus, dass im residualen Netzwerk die Rückwärtskante nicht drin ist. Weil man kann keinen Fluss vermindern auf der Kante. Der Fluss ist am unteren Anschlag. Es ist nur die Vorwärtskante drin und deren Kapazität ist gerade die obere Kapazität, weil obere Kapazität minus 0 bleibt es gerade bei der oberen Kapazität. Na, komm. So, noch ein kleines Foto. So. Das heißt also, was wir hier sehen ist, wenn der Fluss der Nullfluss ist, dann ist das residuale Netzwerk gerade gleich dem ursprünglichen Netzwerk. Sowohl die Kantenmenge als auch die Kapazitäten. Aber für die echten Distanzen haben wir schon gesehen, dass das stimmt. dv kleiner gleich dw plus 1. Das haben wir gerade eben vor ein paar Minuten gesehen für die echten Distanzen. Habe ich sogar noch die Tafel? Nee, habe ich gerade weggewischt. Und damit haben wir das schon. Follows immediately from the valid distance property. Da will ich jetzt nicht hinspringen. Ich hatte ja schon gesagt, dass Sie alle möglichen Sachen, die ich hier anspreche, auch an der Tafel, dass Sie die nochmal schwarz auf weiß nachlesen können auf entsprechenden Wiki-Seiten. In diesem Fall geht es um Basisfakten und Basisdefinitionen in Bezug auf kürzeste Pfade. Ja, also Dinge, die Sie eigentlich auch aus der GD2 kennen müssten. So, also wir haben jetzt hier damit alle Datenstrukturen initialisiert und wissen, Punkt 2, dass die D-Werte jetzt ein Valid Distance Labeling sind für den Nullfluss. Also wenn wir mit einem anderen Fluss starten als dem Nullfluss, das mag ja vielleicht Sinn haben, dass wir weniger Iterationen brauchen vielleicht, wenn wir schon mit einem sehr guten Startfluss starten. Aber dann muss man halt schauen, wie man für diesen Fluss ein Valid Distance Labeling berechnet. So, der Induction Step. Sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus, ist es aber nicht. Ich denke, das kann man wieder alles verstehen. So, was machen wir? Was haben wir in einer Iteration? In einer Iteration, wenn wir eine Iteration neu beginnen, noch nichts gemacht haben, dann enthält S einen Pfad der von flusserhöhenden admissible arcs, der bei groß S, der Stack, enthält diesen Pfad. Dieser Pfad beginnt beim Startknoten und ist irgendwo. So, wir gucken uns jetzt das Element an im Stack, was man sich immer direkt angucken kann, nämlich das Top-Element, das, was als letztes raufgepackt worden ist. Also der aktuelle Endknoten des aktuellen Pfades. So, jetzt machen wir eine Fallunterscheidung. Der schöne Fall, der aktuelle Knoten, der Endknoten des aktuellen Pfades ist gleich dem Ziel, T. Dann erhöhen wir den Fluss, wie immer, wie gehabt. Erhöhen den Fluss entlang dieses Pfades und fangen wieder von vorne an bei S, beim Startknoten. Gehe zurück auf Los und ziehe die 4000 Mark ein. Oder wie heißt das im Euro-Zeitalter? Also das letzte Mal Monopoly habe ich gespielt. Als es noch D-Mark war, was stehen da jetzt 4.000 Euro oder 2.000 Euro oder was? Kommt auf das Spiel an, okay. Bitte? Gibt's keine neuen Monopoly?
Ja, nicht? Es gibt doch, genau, es gibt ganz. Naja, gut, wahrscheinlich wird es da andere Größen jeweils geben, wie viel. Ach so. Ah, ein Währungsschnitt wurde gemacht. Alle Preise durch 50 geteilt. So ähnlich wie es schon mal 1923 oder so in Deutschland war, ne? Da hat sich wenigstens gelohnt, ja. Da musste man nicht mehr in den Schubkarren hinterher das Geld bringen, um ein Brot zu kaufen. Okay, man sollte darüber keine Scherze machen. Es war wohl eine böse Zeit, ne? Gut, also, das ist natürlich der schöne Fall. Das Quietschen hat jetzt nichts zu sagen, oder? Also nur der Stuhl, okay. Also Stühlerücken sollte man hier bei diesen Bänken nicht machen, nicht? So, das ist der schöne Fall, dass wir bei T angekommen sind. Ansonsten ist halt V irgend so ein Knoten. Kann S sein. Oder meistens eben nicht S. Nur im Start ist es meistens S. Irgendwo zwischendurch ein Knoten, wo der Pfad endet. So, jetzt gucken wir, ob es in diesem Punkt 1 bei Otherwise, also Sie wissen ja, dass in Programmiersprachen wird als sonst oder ansonsten immer das Wort else verwendet, aber eigentlich würde man typischerweise in Situationen wie hier im Englischen eher das Wort otherwise verwenden. Jetzt gucken wir nach, ob es noch eine aktuelle Kante gibt von dem obersten Knoten. Ja, ob es noch eine Möglichkeit gibt, vorwärts zu schauen. Also, wann gibt es keine Möglichkeit mehr, vorwärts zu schauen? Wenn wir am Ende angekommen sind. Das heißt also, wenn die aktuelle Kante 0 oder Void geworden ist. Also ich verwende hier jetzt. Wissen Sie ja nicht, Java-Terminologie mit dem Schlüssel. Nein, es ist kein Schlüsselwort, es ist ein reservierter Bezeichner, nicht? Null ist kein Schlüsselwort, soweit ich mich entsinne. So wie True und False auch nicht. Also mit dem Wort Null, sondern Void, etwas programmiersprachenunabhängig. Und solange die Kante, momentan die aktuelle Kante ist, nicht admissible ist. Oder solange die Kante nach S zeigt, wir wollen natürlich nicht nach S wieder Zurückfluss schicken, solange das alles nicht der Fall ist, gehen wir in der Liste aller rausgehenden Kanten 1 weiter. Also solange, bis wir entweder am Ende angekommen sind, die aktuelle Kante ist Void, oder bis wir eine admissible Arg gefunden haben. So, gehen wir nach unten, Punkt 3. Wenn wir also tatsächlich eine admissible Arg gefunden haben, dann gehen wir Schritt vorwärts. Und das bedeutet, dass wir den Zielknoten dieser Kante in den Stack hineinpacken. So, ich habe bis jetzt ausgelassen Punkt 3.2. Was ich bis jetzt gemacht habe unter Auslassung von Punkt 3.2, ist im Prinzip nichts anderes als Ford Falkersen, außer dass wir hier immer admissible Args nehmen. Ford Falkersen können wir mit verschiedenen Graphensuchen implementieren. Edmonds Karp eben war die Variante Ford Falkersen mit BFS. Wir können genauso gut DFS verwenden. Das ist die Variante hier. Und bis auf das Admissible ist es genau Ford Falkersen. So, jetzt kommt die Kontrolle, die dafür sorgt, also auf der einen Seite, dass wir nur admissible Args hernehmen, um vorwärts zu gehen. Das ist der eine Teil der Kontrolle. Der andere Teil der Kontrolle ist der, dass wir immer dann, wenn es nicht weitergeht, dass wir dann den Knotenlabel, den Distanzwert hier erhöhen. Und dann, diesen Punkt habe ich, glaube ich, hier vergessen. Warten Sie mal ganz kurz. Ich müsste eigentlich Verbindung haben. Ja. Wo bin ich denn jetzt hier? Reset the current arc. Okay. Ich muss noch Folgendes reinsetzen. Remove V from
Haben Sie mal reingeschaut in die Quelltexte, so wie hier? So, ist eigentlich eine gut vernünftig verwendbare Engine, die auch LaTeX enthält, um mathematische Sachen zu setzen. Allerdings haben Sie sicherlich auch schon gemerkt, dass die Platzierung, also die vertikale Platzierung von Formeln, ein bisschen verbesserungsbedürftig sein könnte. So, wenn wir alle Möglichkeiten zum Vorwärtsgehen durchlaufen haben und nicht mehr weiterkommen, jetzt die Liste aller rausgehenden Kanten vollständig durchlaufen haben und am Ende angekommen sind, dann gehen wir rückwärts. Das heißt, wir entfernen diesen aktuellen Knoten vom Stack, machen aber noch mehr. Wir setzen die aktuelle Kante wieder an den Anfang und wir erhöhen den Distanzwert. Und ich will Ihnen sagen, was die Logik hinter dieser Erhöhung ist. Warum, also nicht warum wir erhöhen, sondern warum wir genau diesen Wert nehmen, um zu erhöhen, der hier so ein bisschen komisch formuliert ist. Wir setzen den Distanzwert dieses Knotens. Also wir sind in der Situation, dass es keine admissible Arc mehr gibt von diesem Knoten aus. Keine Kante mehr, wo die Ungleichheit mit Gleichheit erfüllt ist. Und was hier steht in diesem ersten Punkt ist, wir setzen den Distanzwert dieses Knoten so weit hoch, dass es wieder admissible, gerade so, ganz vorsichtig, gerade so eben so hoch, dass es wieder mindestens eine admissible Arc gibt, die aus diesem Knoten heraus zeigt. Wie machen wir das? Wir gucken uns an, was ist der minimale Wert eines Distanzwert eines Knotens, zu dem man von V aus unmittelbar kommt, und setzen den Distanzwert von V gerade so eben 1 höher. Sodass gerade so eben wieder eine admissible Arc entsteht. Wir machen das deshalb nur gerade so eben, nicht höher, weil wir sonst Gefahr laufen, das werden wir noch mal sehen, weil wir sonst Gefahr laufen, dass das kein Valid Distance Labeling mehr ist. So, das ist der Algorithmus. Also Sie sehen, solange es immer nur vorwärts geht, ist das Fort Falkersen. Außer dass wir immer nur admissible Arcs nehmen. Das ist sozusagen die Kontrolle. Was ist das für eine Kontrolle? Was ist die Idee dahinter? Die intuitive Idee dahinter ist, dass ja die Distanzwerte, auch wenn es nicht die echten Distanzen sind, sondern nur sowas Ähnliches wie die echten Distanzen, diese d-Werte, dass die doch, wenn man Richtung t kommt, immer kleiner werden und bei t selber dann 0 sind. Das ist die Idee. Und wenn wir immer nur admissible Arcs nehmen, dann heißt das, dass wir tendenziell in Richtung t gehen. Das ist die Idee dabei. Wenn wir admissible Arcs nehmen, dann kommen wir immer einen Schritt weiter in die Richtung, wo die d-Werte tiefer sind. Das heißt, tendenziell geht es irgendwie auf eine Art und Weise, die man geometrisch nicht beschreiben kann, die ich aber hoffentlich, also wo Sie vielleicht hoffentlich doch eine gewisse Intuition entwickeln, vielleicht doch eine geometrische, auch wenn die geometrische Interpretation natürlich nicht wirklich stimmt, geht es in Richtung T. Das ist die Kontrolle. Und hiermit, mit diesem Punkt, der hinzukommt, wenn wir nicht mehr weiterkommen, ja, wenn wir keine admissible Arc mehr haben aus diesem Knoten heraus, dann heißt das so viel wie, da geht es nicht mehr so richtig nach t weiter. Also müssen wir uns zurückziehen, aber es kann ja sein, dass wir später wieder dahin kommen und vielleicht geht es dann irgendwie über einen anderen Pfad wieder weiter, schrittweise runter. Und dafür, damit das klappt, setzen wir hier diesen Distanzwert so hoch,
dass sich potenziell wieder eine Kaskade runter nach T ergeben könnte. Das ist die Intuition, zumindest meine Intuition. So, was ist zu beweisen über diesen Algorithmus? Zu beweisen ist, dass die Invariante und die Variante erfüllt sind. Gucken wir Invariante an. Was war das? Warum steht denn da feasible? Das soll natürlich feasible heißen. Na, 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 heute noch. So. So, ist ein zulässig. War das vorhin auch schon so oder hat das jetzt jemand da manipuliert? Ganz oft. Da lassen sich viele Boni verdienen. Auch mit sowas, warum nicht? Wie in der Wikipedia auch, ja. Nicht jeder, der in der Wikipedia Autor ist, bringt jetzt die ganz großen Gedanken da zu Papier. Es gibt auch andere Leute, die andere Aufgaben erfüllen. Gut, vielleicht nur reine Tippfehler zu korrigieren, sollte noch vielleicht noch nicht ganz für einen Bonus reichen. Das ist klar. So, die ersten beiden Punkte ergeben sich automatisch, weil wir in diesen Punkten gerade dasselbe machen wie Fort Folkerson. Auch 5 ergibt sich automatisch. Es ist immer ein flusserhöhender Pfad, wie bei Fort Folkerson. Und jede Kante ist admissible, ergibt sich daraus, dass wir immer nur über admissible Arcs vorwärts gehen. Also das ist automatisch erfüllt. Punkt 3 und Punkt 4 sind nicht unbedingt so automatisch erfüllt. So, wo sind wir jetzt hier? Okay, die Behauptung ist, dass der erste Satz von Punkt 4 immer noch offensichtlich ist. Dann gehen wir mal hoch. Das ist der erste Satz. Gut, dass die aktuelle Kante eines Knotens immer entweder leer ist, also nichts enthält, oder eine der rausgehenden Kanten ist. So ist es gerade gebaut. Und dieser zweite Punkt, no admissible outgoing arc precedes the current arc. Das heißt, der Bereich, den wir schon gesehen haben, der enthält keine admissible arcs. Das folgt daraus, also der zweite Satz von Punkt 4, das folgt daraus, dass wir in unserer Vorwärtssuche nie eine admissible arc skippen, niemals überspringen, wenn wir vorwärts gehen. Und wann kann eine rausgehende Kante wieder admissible werden? Diese D-Werte steigen immer nur. So, solange der V-Wert gleich bleibt, der Wert von V gleich bleibt und die Werte von Knoten W, zu dem man direkt über eine aus V rausgehende Kante kommt, steigen nur, kann aus einer Inadmissible Arc, die aus V nach W zeigt, niemals eine Admissible Arc werden. Sie kann nur dann, wie eine Kante von V raus nach W, kann nur dann wieder admissible werden, wenn der Distanzwert von V erhöht wird. Nur dann kann die Kante wieder admissible werden. Aber wenn hier der Distanzwert von V erhöht wird, dann wird gleich die aktuelle Kante wieder in den Anfang gesetzt. Das heißt, und wenn die aktuelle Kante am Anfang der Liste aller rausgehenden Kanten ist, kann es unmöglich sein. Es gibt keine bisher gesehenen und abgehandelten rausgehenden Kanten dann mehr. Wir sind ja wieder am Anfang der Liste. Also es kann sein, es kann nicht sein, dass irgendeine admissible Arc im schon abgehandelten Teil ist, weil dieser schon abgehandelte Teil der Liste aller rausgehenden Kanten leer ist. So, Punkt 3. Punkt 3, das ist der Punkt, den ich hier angesprochen habe. Wir setzen den Wert dv hier gerade so eben so hoch, dass die ersten Kanten oder die erste Kante, Singular vielleicht auch Plural, vielleicht mehrere, dass die ersten Kanten, die aus V raus zeigen, wieder admissible werden. Überlegen Sie sich das zu Hause mal, würden wir das ein bisschen höher setzen, dann würde diese Kante, dann würden die ersten Kanten, die jetzt
bei diesem konservativen Steigerung gerade so eben admissible geworden sind, dann würden diese Kanten die Bedingung für Valid Distance Labeling verletzen. Es wäre nicht mehr dv kleiner gleich dw plus 1. Aber dadurch, dass wir nur so konservativ gerade so eben so hochgehen, dass wieder Kanten admissible werden, kann das nicht passieren. Überlegen Sie sich das im stillen Kämmerlein, es ist ganz einfach. Gut, und damit haben wir diesen Punkt bewiesen. Viel können wir an dieser Stelle heute nicht mehr machen, aber die Korrektheit können wir noch fertig kriegen. Der Fluss ist immer ein zulässiger Fluss. So. Das heißt also, alles, was wir zu zeigen haben, ist zwei Dinge. Erstens, wenn der Algorithmus terminiert, dann ist der Fluss tatsächlich nicht nur zulässig, sondern maximal. Das müssen wir zeigen. Und das Zweite ist, dass der Algorithmus tatsächlich terminiert. Da haben wir aber wieder dasselbe Argument, wie wir es jetzt schon mindestens einmal gesehen haben und noch öfters sehen werden. Dass der Algorithmus terminiert, ergibt sich automatisch als Nebenprodukt der Komplexitätsbetrachtung. Ja, wenn wir eine gewisse asymptotische Komplexität beweisen, haben wir implizit damit bewiesen, dass der Algorithmus terminiert, nämlich nach dieser Anzahl von Schritten. Also ist in der Korrektheit nur zu beweisen, dass der Fluss tatsächlich maximal ist. Was haben wir zu zeigen? Sie kennen das Max-Flow-Min-Kant-Theorem vom letzten Mal, was beweist, dass Ford Folgersen insgesamt tatsächlich zu einem maximalen Fluss führt. Wir brauchen nur zu zeigen, dass es keinen flusserhöhenden Pfad von S nach T gibt. So, das Argument, ich hatte es vorhin schon angedeutet, so ein Pfad, ein flusserhöhender Pfad von S nach T hätte höchstens n-1 Kanten. Und jetzt kommt Valid Distance Labeling. Das ist eigentlich jetzt die Stelle, an der wir das Valid Distance Labeling tatsächlich brauchen zur Korrektheit. Für jede dieser Kanten auf diesem Pfad gilt dv kleiner gleich dw plus 1. Das will ich Ihnen nochmal ganz kurz an einem Bild erläutern. Und dann kommen wir auch zum Schluss für heute. Hier in so einer fortgeschrittenen Veranstaltung wage ich es, vorzeitig zu sagen, wir kommen langsam zum Schluss. In einer Grundveranstaltung würde ich das nicht wagen, weil ganz klar ist, ich würde jetzt einen Riesenhaufen von Taschenzusammenpackgeräuschen hören. Nicht? Ist doch so, nicht? So wie man etwas voreilig sagt, so jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Sofort also eine kritische Masse von Leuten fängt an, alles einzuräumen, sodass das alles jetzt sehr laut wird. So, hier haben wir S, hier haben wir T und wir haben jetzt irgendeinen Pfad von S nach T. Der kann beliebig aussehen. Wir haben für jede Kante VW haben wir dv kleiner gleich dw plus 1. Und das bedeutet, hier haben wir den Wert 0, hier haben wir daher den Wert kleiner gleich 1, hier haben wir den Wert kleiner gleich 2. Durch immer iterierte Anwendung der Bedingung für Valid Distance Labeling, hier haben wir kleiner gleich 3 und so weiter. Und hier haben wir kleiner gleich n-1. Auf einem flusserhöhenden Pfad. Wenn es einen flusserhöhenden Pfad gibt, dann folgt daraus zwingend, dass der Distanzwert, der d-Wert von s kleiner gleich n-1 ist. Oder im Umkehrschluss, wenn der Distanzwert von s d gleich n oder höher ist, dann kann es keinen flusserhöhenden Pfad mehr geben. Und wir wissen aus dem Max-Flow-Min-Kant-Theorem, wenn es keinen flusserhöhenden Pfad gibt, dann ist der aktuelle Fluss maximal. Also gewöhnen Sie sich daran, dass Sie hier interessante Wege des Schlussfolgerns so hintenrum immer wieder sehen, dass
ist das ganz normal, die ganz normale Situation in der Algorithmik. So, damit sind wir für heute durch. Das nächste Mal dann noch die Komplexität. Schnell weiter. Das sieht zwar ein bisschen kompliziert aus, aber so kompliziert, wie es aussieht, ist es, denke ich, nicht. Dann darf ich mich für heute bedanken. Und das war es jetzt für dieses Jahr, nicht? Also nächste Woche ist, glaube ich, schon Feiertag oder so ähnlich. Nicht? Was haben wir heute für einen Tag, den 16.? Nee, dann haben wir nächste Woche noch keinen Feiertag, aber soweit ich weiß, ist trotzdem noch keine Vorlesung mehr, nicht? Gut, dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Oder gibt es doch noch Vorlesungen? Sie gucken so. Sagen Sie das jetzt nur, um keine Vorlesung zu haben, oder ist das tatsächlich so? Die beginnt nächste Woche, nicht? Und die geht auch bis zum 11. Januar. Okay, dann genießen Sie Ihre Zeit.